Ja, liebe Frau Frauens, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bzw. die Bevölkerungsentwicklung Berlins stellt uns vor völlig neue Herausforderungen, stellt die Stadtentwicklung vor völlig neue Herausforderungen. Eine Entwicklung, die wir im Moment Tag für Tag in der wachsenden Stadt Berlin beobachten können. Menschen zieht es in Städte. Ich meine das jetzt gar nicht mal vor dem Hintergrund der Flüchtlingsentwicklung, die wir gegenwärtig haben. Das war auch schon in den vergangenen 4, 5 Jahren so, dass Berlin immer um 40.000 bis 45.000 Einwohner pro Jahr gewachsen ist. Und die Bevölkerungsprognose, die wir Ende diesen Jahres neu vorstellen werden, wird aller Voraussicht nach beinhalten, dass wir bis 2030 um etwa 400.000 Menschen wachsen. Also, wir sind eine wachsende Stadt. Menschen zieht es in Städte. Es gibt eine Welle der Urbanisierung. Städte bieten vielfältige Chancen und Möglichkeiten zur Versorgung der Bewohner hinsichtlich der beruflichen Perspektiven, zur persönlichen Lebensgestaltung. Die pulsierende Atmosphäre, die kulturelle Vielfalt von Städten fasziniert. Und das ist ein globaler Trend. Wir müssen uns als Berlin, wir sind als Berlin attraktiv, das will ich nicht abstreiten. Ganz im Gegenteil, aber wir müssen uns auch nicht zu viel darauf einbilden. Es ist ein globaler Trend, dass Städte wachsen und das wird sich auch so fortsetzen. In 10 Jahren werden voraussichtlich etwa 80% der Menschen in der Europäischen Union in Städten leben. 80% der Menschen. Und als Zentren mit hoher Bevölkerungsdichte, wirtschaftlicher Dynamik sind Städte aber auch die Orte, an denen die meiste Energie verbraucht wird. Es sind die Orte, an denen besonders viel CO2 erzeugt wird. Und auch Berlin ist Emittent von Treibhausgasen, wenn vielleicht auch in etwas geringerem Umfang als andere vergleichbare Metropolen. Aber klar ist, wenn wir heute über Klimaschutz diskutieren, ist das Thema ein Schlüsselthema im Hinblick auf die Zukunft der Städte. Und gerade deshalb sind die Städte, wie auch Berlin eben, heute aufgerufen zu handeln, damit wir nachfolgenden Generationen eine möglichst gesunde und lebenswerte Umwelt erhalten können. Und Berlin ist entschlossen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und aus diesem Grund haben wir uns auf ambitionierte Klimaziele verpflichtet. Berlin will bis 2050 klimaneutrale Stadt werden. Das bedeutet, verglichen mit dem Stand von 1990 müssen wir die CO2-Emissionen Berlins um 85% absenken. Um 85%. Das ist ein dickes Brett. Da stellt sich als erstes die Frage, geht das überhaupt? Deshalb haben wir ein Konsortium unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung gefragt, mit der Machbarkeitsstudie diese Frage zu beantworten, geht das überhaupt? Und die Antwort ist ja, es geht, wenn wir uns Mühe geben, wenn es eine Vielzahl von Möglichkeiten oder Bedingungen gibt, die wir ausschöpfen und wenn es entsprechenden technischen Fortschritt gibt. So, darüber besteht Einigkeit. Quer über alle Fraktionen des Abgeordnetenhauses, ich behaupte, da gibt es auch Einigkeit in der Bevölkerung Berlins. Theoretisch. Theoretisch. Praktisch gibt es dann natürlich das eine oder andere Problem. Denn wenn wir darüber reden, was wir denn konkret tun, um das ambitionierte Ziel zu erreichen, da gibt es eine Reihe von Problemen und da gibt es eine Reihe von Diskussionen. Und da sage ich Ihnen aus Erfahrung klug. In den vergangenen 2 Wahlperioden hat die damalige Umweltsenatorin Lomscher 2 Anläufe auf den Weg gebracht, das Klimaschutzgesetz in Berlin beschließen zu lassen. Und beide Anläufe sind gescheitert. Immer mit dem Vorwurf, da steht zu viel Konkretes drin. Nun unternehmen wir unter meiner Verantwortung den dritten Anlauf mit dem Energiewendegesetz. Und aus Erfahrung klug steht in dem Energiewendegesetz nicht allzu viel Konkretes drin. Nämlich zunächst nur die Verpflichtung, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Die gesetzliche Verpflichtung, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Und die konkreten Maßnahmen gliedern wir aus in einen Prozess, in den Berliner Klima- und Energie, BEK, Berliner Energie- und Klimaprogramm.
Und in diesem Programm, das wir alle 5 Jahre neu justieren, indem wir alle 5 Jahre überprüfen wollen, haben wir die Ziele erreicht? Was hat der technische Fortschritt inzwischen für neue Ergebnisse gebracht, für neue Instrumente aufgezeigt? Wollen wir uns auf den Weg machen und in konkreten Schritten bis 2050 dafür sorgen, dass Berlin klimaneutral wird? So, nun gibt es wieder eine politische Diskussion, die sagt, von der einen Seite, da steht ja zu wenig drin in diesem Gesetz. Man müsste das ambitionierter formulieren. Und in dem Augenblick, in dem über das BEK diskutiert wird und da konkrete Maßnahmen drinstehen, kommt jetzt schon die Diskussion hoch, die sagt, das ist aber viel zu konkret. Da müssten wir uns doch mehr Zeit lassen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich weiß, dass hier viele im Raum sind, die ganz ungeduldig sind und sagen, in diesem Energiewendegesetz müssen entscheidende Punkte drinstehen, müssen ganz konkrete Maßnahmen drinstehen, weil sonst ist das Ganze alles nichts wert. Den sage ich, es ist ein Wert an sich, zu beschließen, dass Berlin bis 2050 klimaneutral wird. Es ist ein Wert an sich, wenn wir alle politischen Kräfte dieser Stadt hinter diesem Ziel vereinen und uns darüber klar werden, wo wollen wir hin. Über die einzelnen Schritte müssen wir dann im Einzelnen diskutieren. Es ist übrigens aber auch ein Irrtum anzunehmen, dass all diese konkreten Maßnahmen, die dazu führen, dass wir 2050 klimaneutral werden, in einem einzelnen Gesetz zusammengefasst werden. Also praktisch ein Gesetz, 10 Seiten, 100 Seiten, je nachdem. Und da lesen wir in dem einzelnen Gesetz nach, was uns auf diesen Weg bringt. Irrtum. Jede einzelne Schule, die wir in der Stadt sanieren, jede einzelne Fensterfront, die wir an einem Verwaltungsgebäude austauschen, jede einzelne Fassadensanierung, die wir an einem Wohngebäude vornehmen, bringt uns diesem Ziel näher. Es ist ein Querschnittsthema, das quer durch ganz Berlin geht, durch alle politischen, ökonomischen, sozialen Bereiche dieser Stadt geht. Und die Erwartung, es in einem Gesetz zusammenzufassen, ist ein schlichter Irrtum und würde dieses eine Gesetz überfordern. Deswegen meine herzliche Bitte, unterstützen Sie bitte dieses Energiewendegesetz, auch wenn Sie ungeduldig sind. Man kann einen Weg nur Schritt für Schritt gehen. Und deshalb arbeiten wir gerade in einem partizipativen Prozess dieses Programm aus. Wir fragen, welche Vorschläge haben Sie? Welche Ideen haben Sie? Wie wollen Sie sich einbringen? Welche Schritte halten Sie für möglich, dieses Ziel zu erreichen? Und was müsste man tun? Und da kommt eine Menge an Vorschlägen zusammen. Wirklich viele Vorschläge. Da sind viele kluge Vorschläge dabei, die bestimmt mehrheitsfähig sind. Da ist auch der ein oder andere überengagierte Vorschlag drin, der dann heftig öffentlich diskutiert wird. Der Versuch unternommen wird, das ganze Programm an diesem einen Vorschlag möglichst noch zu diskreditieren von interessierter Seite. Aber all das werden wir aushalten. All das gehört zu einem partizipativen Prozess dazu. Wenn man die Bevölkerung fragt, gibt die Bevölkerung Antwort. Und die Antworten sind dann so bunt, wie die Bevölkerung ist. Unsere Aufgabe ist es, aus diesem Programm dann die Maßnahmen herauszufiltern, die uns letztendlich zu diesem Ziel führen und die mehrheitsfähig sind. Und meine Damen und Herren, da spreche ich jetzt hier mal, ich habe das schon bei den anderen Stadtforen getan, spreche ich Zielkonflikte an, weil auch an dieser Stelle haben wir wieder Zielkonflikte und die müssen wir ansprechen. Wir brauchen für diese 400.000 Menschen, die bis 2030 zu uns ziehen, übrigens egal, ob sie aus Sachsen-Anhalt kommen, ob sie aus Syrien kommen, ob sie aus der USA kommen oder wo auch immer sie herkommen, Wohnungen. Wir brauchen für 400.000 Menschen Wohnungen in der Stadt und übrigens zu bezahlbaren Preisen, damit wir uns das leisten können. Und da haben wir die Debatte zur Energieeinsparverordnung, zum dritten Schritt der Energieeinsparverordnung 2016. Und diese Energieeinsparverordnung, wenn sie im Januar 2016 kommt, wird die Baupreise um 7-8% erhöhen. Das ist hinsichtlich der Bezahlbarkeit von Wohnraum kontraproduktiv. Das werden wir miteinander ausfechten müssen. Wir haben im Dezember die Klimaschutzkonferenz in Paris. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland die Energieeinsparverordnung oder die nächste Stufe der Energieeinsparverordnung vorher aussetzt. Aber eine Antwort auf die Frage, dass die Politik auf der einen Seite mal fordert, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und die Bevölkerung sagt, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wir aber selber mit unseren Entscheidungen dazu beitragen, die Baupreise nach oben zu treiben, die werden wir geben müssen. Beides gleichzeitig wird nicht funktionieren. Das ist ein Zielkonflikt. Wir sind eine Stadt der kurzen Wege. Das Wachstum in Berlin wird sich nicht über die Ausweitung von Autoverkehr realisieren lassen. Wenn so viele Menschen zu uns ziehen,
wird das nicht funktionieren, indem wir alle mit dem Auto fahren. Das wird nur funktionieren, wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen, wenn wir den Radverkehr ausbauen. Eine nachhaltige Entwicklung mit sauberer Luft wird nur funktionieren, wenn wir Fußgängerströme in der Stadt fördern. Das ist theoretisch wieder richtig. Und theoretisch stimmen wir auch alle zu. Nur praktisch wird das Konflikte auslösen, weil der Straßenraum nicht für alle Mobilitätsarten gleichzeitig ausreicht. Und weil man sich dann entscheiden muss, ob man Autoverkehr zurückdrängt, und wenn man das tut, dann muss man, dann wird sich das nicht unauffällig tun lassen, sondern wird man das im Straßenbild sehen. Wachsende Stadt Berlin heißt auch nicht, dass wir uns alle leisten können oder weiterhin leisten können, große Parkplätze in der Mitte der Stadt kostenlos anzubieten. Das ist sehr bequem, dass man große Flächen hat, auf denen man sein Auto kostenlos abparken kann. Nur Wohnungsbau in der Mitte der Stadt geht nur, wenn wir Flächen in Anspruch nehmen. Und dann werden wir uns entscheiden müssen, ob wir Parks bebauen oder Parkplätze. Ich bin für die Parkplätze zu bebauen. Das wird nicht ohne Konflikt abgehen. Das ist eine Debatte, die wir gerade in der Michelangelo-Straße führen. Ein großes Baufeld in städtischem Eigentum, können 1500 Wohnungen drauf entstehen, stehen jetzt gerade ein paar tausend Fahrzeuge drauf und die Anwohner sagen, oh, wir wollen unsere Fahrzeuge, unsere Parkplätze behalten. Das wird nicht funktionieren, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, das wird aber Streit geben, das gibt einen Konflikt. Diese Debatte müssen wir in die Stadtgesellschaft tragen, die müssen wir gemeinsam miteinander austragen. Ich habe gerade das Thema Grundstücke angesprochen und Bebauung. 44% der Fläche Berlins sind Grün- und Freiflächen. Und wenn wir in der wachsenden Stadt Wohnungsbau brauchen, übrigens auch mehr Infrastruktur brauchen, und das in der bisherigen Dichte tun, nämlich möglichst flach bauen mit großen Grünflächen und ohne zu große Dichte, dann werden wir zu viele Flächen in Anspruch nehmen. Dann werden wir zu viel Ressourcen verbrauchen. Wenn wir wollen, dass Berlin seine Qualitäten als grüne Stadt bewahrt, dass wir die Kaltluftentstehungszonen behalten, dass wir die grünen Durchwegungen erhalten, dass wir unsere Parks erhalten, dass wir unsere grünen Oasen erhalten, dann wird das nur gehen, wenn wir an den Stellen, an denen wir bauen, dichter bauen als bisher. Nach der jetzt geltenden Baunutzungsverordnung könnten Schöneberg und Kreuzberg und Teile von Mitte nicht mehr gebaut werden. Wäre einfach nicht genehmigungsfähig, weil die einfach zu dicht bebaut sind. Und das Argument, was dann immer aufgeführt wird, ist, ja, dichte Bebauung führt dann zu ungesunden Lebens- und Wohnverhältnissen. Merkwürdig nur, dass das die nachgefragtesten Stadtteile unseres schönen Berlins sind. Ich glaube, städtebauliche Dichte und Wohnungsqualität schließt sich nicht aus, muss sich nicht ausschließen. Es liegt an uns, das entsprechend zu gestalten. Hört man, also theoretisch werden Sie mir wieder alle zustimmen, praktisch ist das immer so eine Sache, weil gebaut wird immer in der Nachbarschaft. Werden wir aushalten müssen, die Debatte. Wohnen und Arbeiten, auch ein Thema. Unser bisheriges Planungsrecht in der Stadt sagt, dass an der einen Stelle gearbeitet wird und an der anderen Stelle wird gewohnt. Das stammt aus den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Gewerbe stark emittierend war, laut und stinkend. Das ist aber heute nicht mehr so. Jedenfalls nicht mehr an allen Stellen so. Wenn wir uns in der Mitte der Stadt umschauen und sehen, was da Start-ups für Emissionen produzieren, dann ist das vielleicht das Klappern der Notebooks. Es gehört zur lebendigen Stadt dazu, dass wir dann eine Mischung hinbekommen. Gehört übrigens auch dazu, wenn wir zusätzliche Verkehre, zusätzliche Mobilität vermeiden wollen, dass wir lebendige Städte haben mit einer Mischung aus Gewerbe, nicht emittierendem Gewerbe und Wohnen. Auch das ist eine Herausforderung, der sich Berlin stellen muss. Geht mit deutschem Planungsrecht gegenwärtig auch nicht. Andere europäische Städte, beispielsweise die Schweiz, Zürich, macht uns das gegenwärtig vor. Da werden wir umdenken müssen, da werden wir deutsches Planungsrecht verändern müssen. Das ist bundesweit gar nicht so leicht umzusetzen, weil die großen Flächenländer, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, ganz andere Probleme haben, nämlich sich entvölkernde Landstriche in irgendeiner Art und Weise zu steuern. Deshalb haben sich die großen deutschen Städte zusammengetan, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, um eine Großstadtstrategie zu entwerfen, genau an dieser Stelle planungsrechtliche Veränderungen vorzunehmen und auch für die Zukunft lebendige Städte zu ermöglichen. Mit einer solchen Mischung, wir schlagen dort einen neuen Baugebietstyp planungsrechtlich vor, der nennt sich urbanes Gebiet, um auf diese Art und Weise die Lärmproblematik, die immer dahinter steht, planerisch bewältigen zu können.
Lärm ist sowieso in erwachsenen Stadt eine riesengroße Herausforderung, die vor uns steht. Metropolen sind lebendig. Berlin ist eine wilde, spannende Metropole. Deswegen kommen die Menschen zu uns. Das ist aber mit Lärm verbunden. Die Clubszene, die wir hier in Berlin haben, die ist stark imitierend, das muss man schon so sagen. Aber deswegen kommen die Menschen zu uns. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor in Berlin. Das werden wir erhalten müssen. Das müssen wir aushalten, das müssen wir miteinander diskutieren. Das Thema, was wir gegenwärtig politisch intensiv diskutieren, ist die Frage der Rekommunalisierung der Netze, des Stromnetzes, des Gasnetzes. Bin davon überzeugt, dass sich Berlin bei Strom- und Gasnetzen engagieren muss, dass wir das nicht Konzernen überlassen können, dass wenn wir die Energiewende herbeiführen wollen, das nur können, wenn wir uns auch mit dem Interesse des Gemeinwohls engagieren. Das gibt politischen Streit. Den werden wir führen müssen. Das werden wir miteinander debattieren müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich glaube, dass viele dieser Debatten gerade erst begonnen haben. Dass theoretisch große Übereinstimmung besteht, dass aber in den praktischen Fragen, wie wir dieses Ziel erreichen, jeweils eine Diskussion geführt werden muss. Und die muss kontrovers geführt werden. Und es reicht nicht aus, wenn sich Lobbygruppen besonders lautstark artikulieren, die schweigende Mehrheit aber denkt, ach, da schweigen wir mal lieber. Sondern zur lebendigen Stadtgesellschaft gehört es, es miteinander auszudiskutieren. Und das ist die Aufgabe des Stadtforums, stellvertretend für die Stadtgesellschaft. Wie ist es um die Handlungserfordernisse und die Veränderungsbereitschaft in der Stadtgesellschaft bestellt? Das wollen wir heute Abend diskutieren. Was ermöglicht und was bedeutet der Klimaschutz für die Gemeinschaft und für jeden Einzelnen von uns? Welche gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Gewinne kann ein klimaneutrales Berlin bringen? Kann Berlin klimaneutral wachsen? Neben diesen Fragen soll im Stadtforum auch die gerechte Verteilung notwendiger Beiträge und die Schärfung des Bewusstseins für Klimaschutz diskutiert werden, weil wir Menschen begeistern müssen, Menschen überzeugen müssen, nicht mit Verboten arbeiten, sondern mit Zustimmung arbeiten müssen. Menschen müssen diese Veränderung wollen und bereit sein, sich auf diese Veränderung einzulassen. Sind Sie bereit, sich klimaneutral zu verhalten? Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das ist die spannende Frage. Ich wünsche uns allen eine spannende, konstruktive Diskussion und bin sicher, das ist erst der Anfang der Debatte. Vielen Dank, meine Damen und Herren.